Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und heute wird es hier um dieses Messer gehen. Das ist ein ganz heißes Eisen, das ist brandaktuell. Ich schätze, keiner von euch, der kennt dieses Messer. Und wenn vielleicht ein, zwei nur, eine ganz neue deutsche Messermarke, die mir irgendwie aus Zufall zwischen die Hände gefallen ist. Das Messer hier, das habe ich mal gesehen bei einem, oder ein ähnliches Messer, eins von dieser Charge habe ich mal gesehen, bei einem Bekannten, der eigentlich nichts mit Messer zu tun hat und ja, Insta-Story gesehen und da habe ich mich gefragt, wie kommt der denn zu so einem geilen Messer? Und vor allen Dingen, ich kannte dieses Messer überhaupt nicht. Soll nicht heißen, dass ich jede Messermarke kenne, aber das war mir so gänzlich unbekannt und eigentlich sind so Titan-EDC-Messer ja eigentlich schon was man eigentlich kennt, die man mal auf dem Schirm hat, die man irgendwie mitbekommt, sei es YouTube, Instagram, egal. Hier handelt es sich auf jeden Fall um ein Blaurock Blades. Und dieses Blaurock Blades, das stammt von dem Messermacher Jan Ole Blaurock. Der ist 29 Jahre alt und kommt hier bei mir aus der nächsten Stadt. Das ist das, was mich fasziniert. Der ist aus Erntebrück. Das sind bei mir hier 20 Minuten Fahrzeit. Und mein Bekannter auf Instagram, wo ich dieses Messer zum ersten Mal gesehen habe, das ist ein Kumpel von ihm. Und ich habe ihn dann irgendwann einfach mal abonniert. Da hatte er noch ein paar hundert Abonnenten auf Instagram. Ich verlinke euch mal seinen Kanal unten. Und dann habe ich ihn eine Zeit lang beobachtet, ein paar Wochen, Monate. Und irgendwann war ich dann so angefixt von diesen Teilen, dass ich ihm mal geschrieben habe, ja, wie es denn aussieht, könnte ich mir mal so eins ansehen, vielleicht mal für ein, zwei Wochen daheim befingern, mal ein paar Sachen damit schneiden. Und er hat gesagt, klar, mache ich, wenn der nächste Run, also wenn er die nächste Charge baut. Er baut immer in Zyklen, nämlich der erste Zyklus, der war jetzt schon einige Monate her und jetzt hat er nochmal einen gebaut, eine Charge mit 120 Messern. Das heißt, die stehen jetzt demnächst in den Startlöchern und eines davon hier habe ich jetzt mal vorab bekommen. Das hat er für mich mal fertig gemacht. Jetzt möchte ich aber auch nicht noch länger hier um den heißen Brei reden und zeige euch das Teil einfach mal. Das ist das gute Stück. Ja, und das Messer hat eine Gesamtlänge von 18,7 cm und die Klingenlänge hier, die ist 4 von diesem Punkt hier vorne gemessen bis zur Spitze 7,7 cm. Und wenn man die effektive Schneide rechnet von hier bis hier vorne, dann hat man auch 7,7 cm. Das heißt, man ist hier wirklich im schönen EDC-Bereich und die Klingenstärke, die beträgt 3,7 cm und vorne die Stärke hinter der Phase, hoffentlich kann ich es einfangen, die beträgt 0,6 bis 0,7 mm. Das heißt hier doch schon etwas stärker als bei meinen Messern, die ich baue. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Die einen mögen es ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen feiner. Hier sind wir eher im etwas stärkeren Bereich. Ihr habt es schon gesehen hier vorne, die Schneide ist echt richtig schön aufgebracht. Das heißt, richtig schön gleichmäßig. Man hat hier einen echt ausgeprägten Recurve mit einem sehr, sehr ausgeprägten Punkt hier vorne mit einer Kante. Und hier vorne geht es dann aber wie bei einem normalen Drop-Point-Folder einfach hier in so eine Rundung rein. Das heißt, man kann auch auf einer geraden Unterlage schneiden. Und freihändig ist man dann in der Lage, hier auch zu schnitzen, ohne dass einem das Schnittgut hier vorne wegleitet. Dadurch, dass man hier die Kuhle hat. Und das ist auch genau das Thema, weswegen der Jan Ole Blaurock hier diese Klingenform eingeführt hat bei seinen Messern. Er hatte nämlich vorher eine Drop-Point-Form, eine klassische. Er hat die Rückmeldung bekommen, dass es ein paar Leute gab, die gerne auch mal freihändig gearbeitet hatten. Der Stahl hier, das ist M93 Böhler auf 63 bis 64 HRC gehärtet. Die erste Charge, so wie er mir gesagt hatte, die war aus, aus RWL 34, genau. Aber das hier ist jetzt M93 Böhler. Die Klingenschalen hier, die bestehen aus Titan, die Scales. Man hat jetzt hier einmal die Showside und dann hier auf der Backside auch alles aus Titan. Der Clip hier oben ist aus Titan und auch hinten der Backspacer. Ist alles schön aus Titan gefertigt. Die Schrauben, hinten die Schrauben, die sind dazu, ich sag mal, die sind dazu gekauft, aber vorne die Schraube, die ist auch selbst hergestellt. Vielleicht muss ich jetzt mal ein bisschen mehr zum Herstellungsprozess sagen, denn der Jan Ole Blaurock, der ist Zerspannungsmechaniker. Als ich das Messer bei ihm geholt habe, da haben wir mal ein, zwei Stunden bei einem Bier gesessen und ja, wir haben uns einfach mal ausgetauscht über Messer machen, aber auch wie genau er diese Messer herstellt. Und er ist Zerspannungsmechaniker, das heißt, er ist vom Fach, er kann die Maschine
Maschinen, mit denen diese Teile hergestellt werden, auch wirklich gut bedienen. Und ja, er hat, um die herzustellen, hat er sich Maschinen gemietet. Gemietet in einem Betrieb, der einige Orte weiter ist, und dort stellt er aber diese Messer her. Und dabei kann man sagen, dass hier ist 100% made in Germany, das heißt, hier ist alles hier in der Region gemacht, und genau das finde ich super. Und er hat mir auch versichert, das soll genau so bleiben. Viele Messermacher, die sich so ein Design entwerfen, wie jetzt der Jan-Ole Blaurock auch, das ist komplett sein Design, machen die Designs, ein paar Prototypen und schicken es dann nach China. Das heißt, in China wird alles gefertigt und dann wird es vielleicht nur noch hier in Deutschland gebaut. Aber hier die Teile, die sind komplett zerspannt, also hergestellt. Alles ist in Form gebracht hier in Deutschland und auch montiert von ihm selbst. Er legt da sehr großen Augenmerk auf die Perfektion. Und man muss auch sagen, das Messer ist auch super gefertigt. Das heißt, hier der Klingenstand, der ist wirklich super. Es reibt nichts an den Scales. Man hat wirklich einen schönen Lauf hier. Das heißt, man kann es einmal hier über diesen großen Durchbruch öffnen. Man kann das Ganze dann richtig schön hier mit dem Spidey Flip öffnen. Der Detenter hat eine richtig schöne Vorspannung, dass man das auch schön rausschleudern kann. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das hier oben über diesen kleinen Tipp hier zu öffnen. Mit einem leichten Schwung hat man dann hier auch einen schönen Flipper. Ja, finde ich wirklich eine schöne Sache, dass man das so vielseitig öffnen kann. Also es ist wirklich auch ein Messer, mit dem man spielen kann. Viele spielen ja gerne, und auch da befriedigt es eigentlich alle Bedürfnisse. Das Messer, das kommt hier in so einer Pouch, wo nochmal hier der Aufdruck und das Logo vom Jan-Ole Blaurock ist. Nicht wirklich Besonderes, aber wirklich schön, dass man sowas noch dazu hat. Gerade bei so einem hochwertigen Taschenmesser kann man sich dann vielleicht eher mal irgendwo verstauen, ohne dass irgendwelche Kratzer auf die Scales kommen, die man vielleicht verhindern möchte. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Nahaufnahmen. Hier vorne, man sieht jetzt hier die Rillen, das sieht so ein bisschen aus wie Damast, ist aber keiner. Und zwar ist die Klinge hier nicht irgendwo an einem Bandschleifer gemacht worden, sondern die ist auf der Fräse so abgezeilt worden. Das heißt, das sind wie so kleine Höhenlinien, die aber beim Schneiden überhaupt nicht stören. Hätte ich zuerst gedacht, man spürt sie ganz leicht, wenn man drüber fühlt. Aber man kann hiermit richtig schön schneiden. Und auch wieder alles, man bekommt alles wieder schön sauber. Also vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil man das so eigentlich nicht so kennt. Ich habe es einmal vielleicht irgendwo gesehen, daran erinnere ich mich, aber sonst wirklich überhaupt nicht. Und hier eigentlich eine praktikable Sache. Finde ich jetzt absolut kein Nachteil hier vom Messer. Von den Nahaufnahmen hier diese Achsmutter, die ist komplett selbst designt und auch gefertigt. Und hier hinten steht immer auch nochmal die Seriennummer drauf. Das hier ist jetzt 83, und man hat auch einen Titan Pocket Clip. Da habe ich zuerst gedacht, der ist vielleicht etwas kurz, aber ich hatte es mal in der Hosentasche getragen einige Zeit, und man muss sagen, der ist weder zu stramm, also man bekommt hier das Teil richtig schön auf, noch zu kurz. Man hängt es einfach schön oben ein. Und dann ist das Messer eigentlich richtig, richtig schön fest. Und finde ich, ist eine super Sache, weil diese 3D-designten Pocket Clips, die sind ja ganz, ganz häufig zu stramm. Ist hier überhaupt nicht der Fall. War ich erst skeptisch, als ich ihn dann aber getestet habe und ein bisschen befummelt habe, dann war es wirklich, wirklich eine super Sache. Die Klinge, die läuft auf Kugellagern. Ich hoffe, man kann es hier vielleicht etwas sehen. Die läuft auf einem Kugellager mit Messingkäfig, und dieses Kugellager zwischen dem Titan und dem Kugellager ist auch nochmal eine gehärtete Scheibe, sodass die Kugeln nicht direkt im Titan laufen und dort Spuren hinterlassen, oder dass es vielleicht irgendwann von der Action schlecht ist. Das Messer läuft richtig gut, das heißt, man kann es hier so auch klappen lassen, indem man einfach nur etwas das Ganze vibrieren lässt. Der Jan-Ole Blaurock hat angefangen vor 2 Jahren. Die Geschichte war wohl so, irgendwie hatte er mal einen CT 350 gehabt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, und hatte das im Taxi verloren. Und dann wollte er aber nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben, um sich ein neues zu holen. Hat sich gedacht, eigentlich das Zeichnen am PC kann er selbst und auch das Fertigen. Und dann hat er einfach mal angefangen vor 2 Jahren. Ich setze euch mal ein Bild kurz rein. Das linke Messer hier auf dem Bild, das ist das erste Messer, was er gebaut hat, das erste Klappmesser, also daraufhin, wo er seinen CT verloren hatte, das Zero Tolerance.
und hat sich dann hier das gebaut, was ihr jetzt hier links auf der Seite seht. Die anderen Messer hier, dieses Fix, das ist wohl dazwischen mal entstanden. Und hier die anderen, das sind alles Messer aus der letzten und der jetzigen Charge. Hier ist auch ein Messer bei mit Drop-Point-Klinge. Die habe ich jetzt auch alle mal ein bisschen befummelt. Wirklich, wirklich schöne Stücke. Und vor einem Jahr im Oktober, also Oktober 2020, hat er dann richtig angefangen hier mit den Messern. Ja, vielleicht noch eine Sache, und zwar zum Preis. Das Messer hier, das wird angeboten für 379 Euro circa. Ich glaube, es gibt leichte Abweichungen je nach Anodisierung und Klingenform weiß ich nicht genau, aber in diesem Bereich liegen diese Messer. Er hat mir angekündigt oder hat mir gesagt, es wird bald einen Webshop geben, der online geht. Und dort könnt ihr die dann auch bestellen. Und er hat gesagt, er wird auch beim Hessischen Messersammler-Treffen in Gießen dabei sein, in den Messerhallen. Das ist am 28.11.2021, also dieses Jahr noch. Mal schauen, ob es wegen Corona stattfinden kann. Aber wer ihn da mal sehen will, dort wird er dann auch ausstellen. Und sicherlich hat er da einige Stücke dann auch da. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar hat man hier bei dem Titan Framelock noch einen Insert. Das heißt, hier ist noch ein Stahl-Insert, der ist auch von ihm selbst gefräst, selbst designt. Alles ja, für dieses Messer in Einzelarbeit hergestellt. Und zusätzlich hat man hier noch einen Überdehnungsschutz. Also wirklich eigentlich alles, was ein modernes EDC-Taschenmesser mit Titan-Scales so haben sollte, jetzt zu dieser Zeit, sage ich einfach mal. Ja, dann kann ich hierzu viel mehr auch gar nicht sagen. Einen kleinen Größenvergleich hätte ich noch für euch. Das ist noch ein Messer, was ich gerade mit habe. Das ist jetzt mein Chris Reef Umnum Saan. Und dazu im Größenvergleich, im Direkten, hat man dann hier das Blaurock Blade. Und ja, echt eigentlich ein richtig schönes Messer. Gefällt mir gut. Von der Handlage. Mir fallen die ganze Zeit irgendwie noch Sachen ein, die es hier zu sagen gibt. Die Handlage, muss ich sagen, ist für meine Hände Handschuhgröße 9 bis 10. Für ein EDC-Messer noch gut, würde ich sagen. Hier hinten, es gehen alle vier Finger drauf. Der letzte hat so ganz, ganz leichte, es könnte noch ein Ticken länger sein, dann wäre es perfekt, aber für Handschuhgröße 9 bis 10 ist das ja auf jeden Fall gut. Perfekt wäre es wahrscheinlich für 9. Alles, was so 10 aufwärts ist, da hat man dann hier hinten eher den kleinen hier hinten gegen. Da muss man dann, jeder muss dann entscheiden, ob er damit umgehen kann oder nicht. Das nur noch hier dazu gesagt, ist aber eine schöne EDC-Größe. Wer Lust hat auf das Messer, vielleicht schaut ihr einfach mal unten rein, ob es euch gefällt. Viel mehr möchte ich dann auch gar nicht drum herum reden. Ich habe mich gefreut, dass ich dieses Messer vorstellen durfte. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, kostenlos und natürlich ergebnisoffen. Und das wird jetzt auch in den nächsten Tagen wieder zurückgehen an den Jan-Ole Blaurock. Das war nur geliehen. Ich habe mich gefreut, dass ich es mal sehen konnte und ein bisschen was mitmachen konnte. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da, wenn ich vielleicht noch ein paar mehr solche Messer vorstellen soll. Und dann bleibt mir gar nicht mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.